Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. Wir starten heute im Hauptmenü, weil ich euch ein bisschen was zu erzählen habe. Und zwar kam gerade jetzt, kurz vor der Aufnahme, heute ist der 9.8., ein neuer Patch raus für die PC-Version. Und zwar wurden ganz viele Voiceovers hinzugefügt. Unter anderem für Higgins, für Pauly, ich weiß gerade gar nicht wer. Also es sollen wohl auch fehlende Tonspuren jetzt dazugefügt worden sein. Ich bin mal gespannt, ob uns das auffällt. Bestimmt, garantiert. Auch ich glaube für wie hieß er denn? Gale? Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich habe die Namen gelesen. Es wurden ein paar genannt, aber es sind halt auch mehrere Stimmen hinzugefügt worden, die noch keine Stimme hatten, so wie ich das verstanden habe. Dann gab es natürlich noch ganz, ganz viel Bugfixing. Diese Bugs hatten wir aber gar nicht, daher, oder hatte ich bisher noch nicht. Daher denke ich mal, wäre es uns auch gar nicht aufgefallen, dass die weg sind. Und es wurden ein paar neue, also zwei neue Items, die man craften kann, also beziehungsweise ja, Blueprints hinzugefügt. Von Ausrüstungssachen. Und noch so ein paar Sachen, kleinere Sachen verbessert. Und wir sehen jetzt hier auch im Menü, es gibt Porsche fürs Handy. Also kann man jetzt auch als Handy-Game spielen. Und zur Wunschliste hinzufügen, den Button gibt es jetzt auch für Steam. Für My Time at Sandrock. Das habe ich ja schon ewig lang auf meiner Wunschliste. Aber die Entwickler, dadurch, dass das gerade so lange dauert, die machen ja Wishlist Goals. Also je nachdem, wie viele Leute das Spiel auf der Wishlist haben und sie wahrscheinlich vermutlich diese Einnahmen bekommen, wollen sie halt einen neuen Content hinzufügen. Und wir sind, glaube ich, gerade bei 349.000 Leuten, die das auf der Wishlist haben. Und bei 400.000 gibt es dann zwei neue, wie nennt man das denn auch? Charaktere, die man, mit denen man eine Beziehung eingehen kann. Genau, das ist bei 400.000. Wurde wirklich schon sehr, sehr viel hinzugefügt. Die armen Leute, also die armen Entwickler warten ja gerade wirklich bei Sandrock nur noch darauf, dass diese eine Lizenz da durchgeht. Ist aber ein chinesisches Unternehmen und wir wissen ja alle, wie es in China zugeht. Also ich denke, wir müssen uns da leider noch ein bisschen gedulden. Das Spiel ist an sich, also für den Early Access ist es fertig. Sie wollen schon lange im Early Access sein. Es sollte ja schon im Frühjahr kommen. Aber es hängt nur an diesem doofen Lizenz-Ding und die Entwickler sind wirklich noch fleißig dabei, Content einzufügen, schon mal Bugfixing zu betreiben und so weiter und so fort. Also ich glaube, im Early Access erwartet uns ein wirklich gutes Spiel. Also wenn es denn in den Early Access kommt mit Sandrock. Erwartet uns ein gutes Spiel. Ich hatte ja in irgendeinem Stream mal gesagt, dass es wieder die Demo gibt. Jetzt ist leider der Zeitraum auch wieder abgelaufen, aber die Demo hatte ich ja gespielt. Und das Spiel macht einen sehr, sehr guten Eindruck. So wie Porsche einen sehr guten Eindruck macht. Daher warten wir weiterhin gespannt auf My Time at Sandrock. Das würde ich dann ja wahrscheinlich auch let's playen. Ich gehe da stark von aus. Oder es wäre schon ein Wunsch, wie sich das dann alles natürlich in naher Zukunft bei mir rauskristallisiert, weiß ich ja noch gar nicht. Aber wir werden schauen. Ich gehe zukunftsfroh in, ne, ich gucke jetzt nicht voller Bedenken in die Zukunft. Ja, das wollte ich euch nur erzählen. Brandneuer Patch, den spielen wir jetzt auch sofort. Ich bin mal gespannt. Also ich freue mich jetzt schon auf die neuen Voiceovers. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem jetzigen Spielstand. Der Ladebildschirm wird leider ein bisschen dauern, glaube ich. Ah, geht. Geht alles. So, wir hatten ja am vergangenen Tag oder beziehungsweise in der vergangenen Folge nochmal das Haus umgeräumt. Also ihr habt es ja nicht gesehen. Aber ich habe das gemacht und ich habe leider nur noch die Kisten hier nicht rübertragen können. So, ich habe hier Material. Kommt hier hin und eine Kiste haben wir noch. Die muss ich leider jetzt einmal hier in der Folge noch überräumen. Abzeichen. Okay. Die kommt einfach mal hier mit hin.
So, dann holen wir uns unsere Post ab und dann geht's weiter. Von Dana. Lieber Geschäftsinhaber, ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass die Nachfrage nach einem Bergbauunternehmen groß genug war. Wir nehmen den Betrieb in Ingalls-Mine auf, die jetzt Danas-Mine heißt. Wir werden natürlich täglich liefern. Wenn du also Erz bestellen möchtest, dann melde dich am Schalter beim Eingang der Mine an. Ja, das müssen wir noch machen. Vielleicht kriegen wir noch Holz. Aber wir werden uns dann natürlich anmelden, damit wir dann auch ein bisschen Zeug bekommen. So, ich habe hier noch eine Bootsplatte. Ernten wir hier mal. Hier ist was fertig. Und hier, der braucht noch. Was pflanzen wir denn? Wir haben ja. Der wächst nicht. Ja, komm, nehmen wir Weizen und Bambuspapaya. Alles sortiert. Wie sieht's hier aus? Einmal trainieren, bitte. Hub machen wir auch weg. Will ja keiner im Stall haben. Oh, wenn ich hier gerade noch so rumtüdel, ne? Ich hab. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber jetzt bei Olympia Modern 5-Kampf gab es ja bei der Favoritin. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie hieß. Naja, beim Reiten ein ziemliches Drama. Und da muss ich sagen, habe ich persönlich schon. Also, ich habe schon länger ein Problem mit Reitsport. Also, mit Profi-Reitsport, was auf internationaler Ebene läuft. Und als ich das gesehen habe, ich habe so eine Gänsehaut bekommen. Das war. Das liegt jetzt nicht an der Reiterin und an der Trainerin und sonst was. Es ist einfach. Die ganze Situation, wie der Fünfkampf mit den Tieren aufgebaut ist, also das Springreiten, alter Schwede, das muss geändert werden. Und ich hoffe, sie ändern das. Das grenzt nämlich wirklich schon an Tierquälerei. Ich weiß ja nicht, ob ihr darüber Bescheid wisst oder ob ihr das kennt. Aber auf jeden Fall ist es im modernen Fünfkampf so, du hast ja da fünf Disziplinen. Eine davon ist Springreiten. Und beim Springreiten ist es so, dass die Tiere zugelost werden. Dass Pferd und Tier 20 Minuten Zeit haben, sich kennenzulernen. Also, ihr müsst euch vorstellen, da kommt ein fremder Reiter. Das wollte ich abgeben. Fremder Reiter zu einem Pferd, einem Sportpferd, von dem der Reiter nicht weiß, wie das Pferd trainiert wurde, von dem das Pferd nicht weiß, was für ein Reiter ihn erwartet. Dann gibt es die N Turniersituation, gerade Olympia mit den ganzen. Also, wenn. Nice work. This is your Ja, payment. danke sehr. Also, so eine Turniersituation ist für ein Pferd auch immer Stress, weil sie merken, dass drumherum alle Leute angespannt sind, ne? Eine Turniersituation ist einfach eine angespannte Situation. Und dann haben Pferd und Reiter 20 Minuten Zeit, sich kennenzulernen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das darf es so in meinen Augen nicht geben. Da, kein Wunder, dass dieses arme Tier dort so verstört war an dem Turniertag. Das hat halt jegliche Hindernisse verweigert. Das wollte gar nicht. Und das war so ein Gänsehautmoment für mich. Also ein negativer Gänsehautmoment für mich. Und ich hoffe wirklich, dass das jetzt den Anschluss gegeben hat, dass vielleicht die Regeln überarbeitet werden. Und wie gesagt, ich sehe Profi-Reitsport generell schon seit Jahren kritisch, weil ich finde, das ist keine Behandlung für ein Tier. Genauso sehe ich das, glaube ich, auch mit Profisport für andere Tiere genauso kritisch, also nicht nur Pferde, ne? Und ich hoffe, es findet vielleicht mal ein Umdenken statt. Also ich meine, ich habe nichts gegen Profisport, aber ganz ehrlich, kann man ja auch dann, warum muss man das denn Tieren zumuten? Warum kann man nicht seinen eigenen Körper schädigen? Also kann man das nicht nur mit Menschen austragen? Verstehe ich nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein.
Wir brauchen Vulkanstein, das heißt, wir müssen zum westlichen Plateau. Glaube ja. Nee, also, das ist echt eine Sache. Finde ich, das sollte überdacht werden. Vielleicht mal anders angegangen werden. Ich habe kein Problem damit, wenn man Tiere trainiert. Ich habe kein Problem damit, dass man Pferde zum Beispiel reitet. Das ist alles in Ordnung. Es geht nur um die Frage, wie das geschieht. Und wenn es international um was geht, wie zum Beispiel jetzt Olympia, das ist ja schon die Königsdisziplin überhaupt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das nicht nur für Menschen anstrengend ist, sondern für Tiere auch. Wollte ich hier nochmal los geworden sein in diesem friedlichen Spiel, was eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, aber ich hoffe, war jetzt nicht schlimm. Tüdeln hier ja eh nur rum, dann kann ich ja auch ein bisschen erzählen. Und da ich halt selbst in meiner Jugend sehr, sehr viel geritten bin, weiß ich schon, dass gerade, also dass Tiere halt ein gewisses Vertrauen auch zu seinem Herrchen, Führer, Reiter, wie auch immer man das nennen möchte oder wie das genannt wird im jeweiligen Sport, dass die dazu einfach Vertrauen brauchen. Und wenn man so mal ganz plump überlegt, ist Springreiten zum Beispiel generell eine etwas eher unnatürliche Situation für Pferde. Zumindest die Höhe, die auf Turnieren gesprungen wird. Wenn ein Pferd mal über, weiß ich nicht, einen Baumstumpf da springen muss, weil er im Weg steht, okay. Aber ich glaube auch, wenn das Pferd die Wahl hätte, ob es über ein Hindernis springt oder ob es drumherum laufen kann, wird ein Tier immer drumherum laufen, weil Springen ist halt schon. Also ihr wisst es ja selbst, ist ein Verletzungsrisiko für ein selbst. Und ich glaube, da würde ich auch eher drumherum laufen, als zu springen. Hey. Hallo. Ich habe einen kleinen Wunsch. Eine Sukkulente. Ich glaube, wir haben noch eine. See you. Wir haben noch, glaube ich, noch eine Sukkulente. Wo sind meine sonstiges Dinger? Hier. Guck mal, Adet. Ich hab schon was für dich. Lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Ich will doch nur dein Zeug geben. Rennt er immer noch? So. Hier. Im Baum. Versteck dich doch nicht. Ich hab deine Sukkulente. So, jetzt kann er wieder sein Zimmer dekorieren. Das ist schön. Hallo, kleine Panda-Maus. Oh, und wir trödeln den ganzen Tag hier nur rum. Wir müssen jetzt mal bauen. Ich quatsch nur Blödsinn. Also nein, Blödsinn ist das nicht. Ist ein Thema, was mich gerade aktuell sehr beschäftigt, weil es gerade recht frisch ist. Oder wieder mal beschäftigt. Ich hatte schon mal so einen Anflug, als ich bin auch in meinen jugendlichen Jahren bin ich immer in die Reiterferien gefahren. Und da war ich mal auf einem Reiterhof, der auch nicht so pfleglich mit seinen Tierchen umgegangen ist. Und da ist mir das erste Mal sowas aufgefallen, wie krank es teilweise in so einem Reitsport zugeht. Also ihr müsst euch vorstellen, die Tiere dort wurden teilweise viermal am Tag geritten von Leuten, die zu schwer waren. Also, das ist immer alles so, so eine. Da stieß es mir schon das erste Mal so ein bisschen sauer auf und seitdem bin ich einfach ein bisschen sensibler mit dem Thema. Und jetzt war gerade diese Szenerie und es ist einfach unangenehm, das halt mit anzugucken. Also ich hoffe, dass sich einfach was ändert in dieser Richtung.
Ich vermute zwar nicht, aber man kann ja Augen und Ohren offen halten, ne? Dass man da vielleicht Hoffnung schöpfen kann. Ein verbesserter Motor, zwei wasserdichte Lampen, 10 gestärktes Glas und 8 Aluminiumplatten. Okay, dann machen wir mal die Aluminiumplatten hier. Das war 8 Glas, ne? Dann brauchen wir 16 normales Glas. Ne, 10 gestärktes Glas, also brauchen wir 20 Glas. Hast du noch Strom? Ja. Was brauchst du noch? Wasserdichte Lampe. Dafür braucht man ja auch wasserdichtes, verstärktes Glas. War das nicht so? Ja. Eins. Also zwei. Also vier noch obendrauf. Und was brauchen wir noch für die Lampe? Edelalu und Teile. Okay, das haben wir alles da. Warum habe ich Zement gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hat wohl seinen Grund. Hier ist die Truhe, die ich gesucht habe. Ehe es öffnet. Das läuft, der wasserdichte Stoff läuft. Ach, der ist gleich fertig. Dann können wir den ja abgeben. Dann haben wir in der Folge auch ein bisschen was geschafft. Aber das ist Porsche. Manchmal gibt es da so Tüdeltage, wo man gefühlt nichts schafft. Aber das gehört alles mit zum Spiel dazu. Guck mal, da steht Pauli. Da können wir mal gucken, ob der vielleicht eine andere Stimme hat oder ob der einfach was anderes sagt. Hi. Der Musa looks like he can take care of himself. He's almost as manly as me. Bestimmt. Es ist die gleiche Goodbye. Stimme auf jeden Fall noch. Das ist schon mal cool. Wer wollte dann den Stoff haben? Wenn ich jetzt dahin fahre, ist die Person dort immer noch da? Oder ist sie dann schon auf dem Rückweg? Ich riskiere es einfach mal. Ach, es ist Uwe. Nee, doch, Uwe. Hi. Hier, dein Stoff. Uah! Es ist so schön bei den Hulu-Brüdern. Da rattet das einmal komplett durch. Schade, dass es da nicht so einen Verlauf gibt, dass man das nochmal in Ruhe nachlesen kann. Aber man weiß ja ungefähr, wer mit wem. Also ist das jetzt nicht so schlimm. Herrlich. Schön. Okay, wir gehen dann jetzt mal ins Bettchen und starten den neuen Tag. Schnell noch Folgentitel notiert. Ja, Wüste läuft gleich ab, ist nicht so schlimm. Wir müssen mal gucken, worauf wollen wir denn als nächstes hinarbeiten? Grundstück vergrößern wahrscheinlich. Wie kostet das denn? 144.000. Wir haben 9.000. Aber wir haben ja auch gerade die Montagestation gebaut, darf man ja auch nicht vergessen. So, die wasserdichten Lampen. Ach nee, wir müssen ja das gestärkte Glas machen. Das machen wir dann hier, wenn der in 3 Stunden durch ist. Ach, 2 Ziegel muss ich doch noch schnell schneiden.
So, dann haben wir hier schon mal 4 Platten. Wir holen uns eine neue Quest ab, wollte ich gerade sagen. Einen neuen Handelsauftrag ab. Oh, und eine Quest anscheinend auch direkt. Schön. Wo ist diese Person? Hier drin? Nee. Waren wir hier schon mal in den Wohnungen? Ach, Gail hat was. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal drin waren. Gucken wir mal. Sehen wir mal daran, ob da noch ungeöffnete Kisten drin sind oder nicht. Ja, hier wohnen die ganzen Porschianer. Ich glaube, wir waren hier schon mal drin. Auch wenn es ein bisschen karg eingerichtet ist. Ich glaube, wir waren hier schon drin. Aber eigentlich voll die coole Idee, so einen kleinen Wohnblock. I can almost smell the money! I'll make lots from this harbor upgrade. Count on it! Ja, wir werden da beide ordentlich dran arbeiten, mein Guter. So, Gail, was hast du? Hey, you haven't left Portia any time in the last week, have you? I haven't left since I moved here. What's up? I received a telegraph from the mayor of Walnut Grove yesterday, and she said someone was seen coming from our direction in an unregistered boat. But they're not upset or anything. We're just trying to figure out if it was indeed one of us Portians out there the other day. Maybe it was just some floating object? Everyone in town seems fine. That's probably what it was. Oh, well. Hey, would you mind doing me a favor? Speaking of Walnut Grove, a custom training dummy was delivered to me from there today. But it looks like it was supposed to go to Wuwa. Could you take it over to him? Sure. Okay, maßgefertigte Trainingspuppe ohne Paddel. Oh oh, wer ist denn da ohne Paddel losgesegelt? So, erst nochmal schnell Handelsauftrag einsammeln. Nase kratzen. Ach, die juckt wieder. Armstrecker, die kriegen wir eigentlich ganz schnell hin. Umirim. Kriegen wir eigentlich auch ganz schnell hin. Und Wuwa sitzt ja am Hafen. Heißt, wir nehmen mal schnell hier die Töftöfs. Könnten wir auch mal gucken, ob wir die da Kleidung mal aufwerten. Hi, Wuwa. Hey! Ha! Hey! Wuwa, what's going on? Oh, hey. Just doing some exercises. Thanks for the dummy. I didn't know you were much for exercise. Not before, but I really am now. Now that the engine on my boat is broken, I'm gonna need to be buffed to paddle all over the coast. Just the other day, I fell asleep out at sea, then woke up to find myself off the shores of Walnut Grove. That's when I first realized my engine was broken. Talk about rotten luck. So I paddled non-stop for who knows how long. Next day, my arms felt like gelatin. Painfully abused gelatin. So, I'm getting my arms in shape. What if I drifted all the way to Seaside instead? Das wäre natürlich nicht so schön. You were out at Walnut Grove? So you're the one everyone's so worried about. Huh? Who's worried about me? The mayor of Walnut Grove thought a portion might be lost at sea. Huh. How about that? People really do care. Whew. Brings a tear to this old sea dog's eye. Oh, natürlich interessieren wir uns für dich, Wuwa. You should just fix your engine. Paddling around the ocean will make people think you're in danger. Ah, yeah. Maybe you're right. I didn't really want to get into shape anyway. All right then, one who builds. I need a new engine. Pronto! Can you help out with that? Natürlich! My precious engine was a mishmash of 3 advanced engines and 1 small engine. My boats will be seaworthy again if you get them for me.
Natürlich machen wir das. Cool. Für eine neue Quest. Oh, da ist irgendwas los. Oh, wir müssen uns noch registrieren für das Kampfturnier, ne? Ist heute schon Mittwoch. Müssen wir machen. Wir wollen doch wieder mitkämpfen. So, hier ist eine Quest. Meine Güte, ganz viel los. Hier drin. Es riecht total schrecklich. Welcome. Take a little off the top for ya? Maybe not right now. Just something. Oh, yeah, that. I got some new shampoo from Atara and, well, it smells absolutely terrible. I think I'm actually losing a lot of business over it. Well, I bought this stuff. May as well use it. Ja, achso, ich habe eben gerade nicht vorgelesen. Entschuldigung. Könntest du eventuell etwas hinzufügen, das den Geruch neutralisiert? Hey, that's the ticket! Look at the big brain on you! But, something you might not know about me. I've got no sense of smell. A firework flew up my nose as a kid. One in a million shot. Anyway, why don't you ask people what they'd want shampoo to smell like? Like a survey type thing. We can go from there. Natürlich. Alright, I knew I could count on you. Oh, wir haben gerade so viele Quests von den Hulu-Brüdern, voll cool. Ich mag die voll. Die Hulu-Brüder sind mega. So, dann registrieren wir uns noch und dann schauen wir mal, ob wir alles hier zusammensammeln können. Ja, natürlich wollen wir uns registrieren. So, jetzt ab nach Hause. Ein bisschen oder einmal ganz kurz die Quest angucken. Wir haben ja jetzt einige. Das läuft nämlich in 6 Tagen ab. In 9 Tagen. In 6 Tagen. Okay. Also müssen wir uns einfach dran halten, dass wir ein Limit haben. Ist ja nichts Schlimmes. Guck mal, wir können ein bisschen Pup sammeln. Dann können wir noch ein bisschen Dünger herstellen. Wir können auch mal unser Inventar erweitern. Ich glaube, das machen wir mal gleich. So, die Ziegel müssten fertig sein. Umirim, wo ist... Hier. Wir brauchen 4 Leder. Ach, Qualitätsleder brauchen wir, ne? Pigmente brauchen wir. Können wir Pigmente mischen? Können wir 20 machen? Ja, komm. Wir haben das Zeug, ja. Motor. Bei den Ruinenmaterialien ist das, ja. Also wir brauchen einen kleinen. Und was noch? 3 verbesserte... Ein Industriemotor. Haben wir noch einen kleinen? Sonst müssen wir in eine Ruine. Wir müssen in eine Ruine. Und zwar müsste das in der ersten sein. Also in der verlassenen Ruine 1 hier. Direkt an der Kirche. Dann quatschen wir erstmal kurz mit Sonja. Was sie denn für ein Shampoo-Duft hätte. A new shampoo, huh? That's, like, totally a great idea! Could you make it smell like, fresh tea? That would be totes posh! Okay. A lot of people in town are going to be using this shampoo, right? Why not play it safe and make it smell like flowers? Everyone likes flowers. Nice work. This is your payment. Gleich 2 in 1, also Blumen, frischer Tee. Und wen hatten wir noch? Phyllis, glaube ich, ne? Phyllis war das, glaube ich, ne? Genau. Also frischer Tee stelle ich mir auch richtig cool vor. Blumen, ja, ist halt so der Standard. Ich muss auch sagen, ich mag so blumige Shampoos nicht so gerne.
Aber frischer Tee ist schon cool. Würde ich, glaube ich, auch kaufen. I can't think of any fragrance more elegant than the Aroma Apple. All natural and surprisingly enticing. Last thing I need is people coming into the clinic with some artificial stench on them. Okay, Marktforschung betreiben, haben wir geschafft. ja, ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade auch im Sommer merkt man das, also wenn man in der Bahn sitzt oder in Räumen, wenn die Leute wirklich sich so überparfümieren, ist das sehr anstrengend. Also ich bin ein kleines Geruchssensibelchen. Also ich kann viele Gerüche schon ertragen. Aber ich finde, wenn dann, weiß ich nicht, 10 verschiedene Parfüms? Was ist der Plural von Parfüm? Parfüme? Parfüms? Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn das so durcheinander ist, das ist super anstrengend für die Nase. Also ich bin da ein bisschen, naja, super geruchsempfindlich nicht, aber es ist, also man kriegt da, finde ich, schnell Kopfschmerzen, gerade wenn es halt warm ist. So, einen Schluck trinken und dann geht's los. Wir brauchen einen kleinen Motor. Das könnte ein Motor sein. Bin mir nicht... Ah, nee. Wobei... Mal sehen. Könnte auch was anderes sein. Nee, das ist definitiv was anderes. Jetzt grabe ich es aber auch aus. Kleine Motor. Können wir direkt auch schon wieder raus. Und können das schnell mal überbringen. Dann ist sein Boot nämlich ganz schnell repariert und er muss nicht mehr paddeln. Stelle ich mir bei seiner Bootgröße auch ziemlich anstrengend vor. So, ich hatte ja vorhin dann noch... Hi. Gail told me about the port project. I won't have time for my naps if this... See you. ...über das Update gesprochen und es soll auch demnächst das Konsolen-Update kommen. Wow, you found them! That's awesome! I'll set them up as soon as possible. So, frittierte Rippchen, Beziehung... gerettet, wollte ich gerade sagen. Nee, aber für die Konsole soll das Update auch bald kommen. Ich weiß nicht, wie weit sie sind und wann es kommt, aber es soll dann auch bald erscheinen. Und da wird dann wahrscheinlich auch das neue Voice-Over drin sein. Die DLCs sind drin. Und so weiter und so fort. Die wollten das ja alles komplett machen, was ich auch absolut vernünftig finde. Da bin ich auch mal gespannt, weil die Konsolenversion ist in Ordnung. Ach, schade. Kommst du raus, Sanwa? Schon in Ordnung, ist gut spielbar, aber so ein paar kleinere Glitches hatte ich ja da schon. Also wenn man wirklich nur, weiß ich nicht, unterwegs ist und das mal zocken möchte, weil man gerade Bock hat, ist das schon vollkommen in Ordnung. Wobei ich ja generell eher der PC-Spieler bin, ne? Also das wird sich auch nicht, glaube ich, nicht ändern. Ich glaube, ich würde immer, wenn es sowas... auf Konsole oder Hi. PC gibt den PC vor. I had to spend a lot of time telling the students about the. Goodbye. So, Sanwa, komm raus aus deinem Haus. Wahrscheinlich kommt er heute nicht mehr raus.
Dann gehen wir jetzt weiter bauen. Wir müssen ja noch die Gummiriemen machen. Hier, Pigmente sind schon mal fertig, dann können wir schon mal anfangen, das Leder herzustellen. Eins. Oh, wir brauchen feines Fell. Wir müssen noch mal schnell hoch zur Abenteurergilde. Zur Ziviltruppe. Ich werde es, glaube ich, auf ewig und immer Abenteurergilde nennen. Ich weiß noch nicht mal warum. Ich meine, ein paar Stunden habe ich das Spiel ja auch schon gespielt. Wir brauchen feines Fell. Aushängen. Dreimal. Und dann geht's jetzt ab ins Bett. Und dann ab in die nächste Folge, ne? Ist das schon fertig? Nee. Aber das ist fertig. Wir können schon mal anfangen, hier abbrechen, gestärktes Glas zu machen. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.